Wie bemisst sich denn im deutschen Strafrecht Strafbarkeit? Ich erkläre euch die Regeln, wie es im Gericht geprüft und angewandt werden muss. Welcome Elective News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Vorjurist und war 12 Jahre als Anwalt und Strafverteidiger tätig und dies ist mein Videokanal. In meiner neuen Serie erkläre ich euch einzelne Normen des StGB, wie also ein strafbares Verhalten definiert wird. Dazu muss man aber eben als Grundlage erstmal kennen und wissen, wie das deutsche Gesetz die Strafbarkeit und die Prüfung dieser Strafbarkeit durchzieht. Ja? Wir nehmen jetzt einfach mal als Anfang den Paragraphen 223 StGB, die Körperverletzung. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, ja, wird mit Freiheitsstrafe bestraft. Der objektive Tatbestand, das ist der erste Schritt der Prüfung, ist, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. Das ist also der erste Schritt. Der zweite Schritt, der ergibt sich allerdings nicht aus dem Paragraphen 223, sondern der ergibt sich aus dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, nämlich die Frage des Vorsatzes. Ja? So, wo haben wir es denn? Paragraph 15 StGB. Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Gehen wir zurück zu unserem 223. Da haben wir jetzt über die Fahrlässigkeit nichts drinstehen, aber im Gesetz ist es halt manchmal auch etwas schwieriger. Die fahrlässige Körperverletzung ist im Paragraphen 229 geregelt. Also objektiver Tatbestand, die Körperverletzung, subjektiver Tatbestand, der Vorsatz oder die Fahrlässigkeit. In einem dritten Schritt, ja, kommt dann die Frage der Rechtswidrigkeit. Auch die Frage der Rechtswidrigkeit ist keine, die ihr im besonderen Teil findet, sondern auch da muss man wieder ganz an den Anfang scrollen. Also ich kriege hier schon einen Scrollfinger, wenn ich das hier so sagen möchte. Das sind eben diese Geschichten Notwehr etc. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Zum Beispiel § 32. So, also objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und als vierter Schritt die Frage der Schuld. Auch die Frage der Schuld findet ihr nicht im besonderen Teil, sondern logischerweise eben auch hier im allgemeinen Teil. Dazu gehören aber natürlich auch Aspekte wie eben Schuldunfähigkeit, aber auch einfach, wo haben wir es hier, Paragraph 19, Schuldunfähigkeit bei Kindern. Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung, Paragraph 20. Aber gegebenenfalls auch eben Aspekte wie nicht anders handeln können. Das ist ja eines der rechtlichen Probleme von dem Strafverfahren gegen mich wegen Verwendung einer illegalen Tonbandaufnahme, wo hier die Rechtfertigung darin eben, nicht die Rechtfertigung, Entschuldigung, sondern der Schuldausschluss darin liegt, dass es eben zur Abwendung höherrangiger Güter notwendig war. Man muss also all diese vier Aspekte durchprüfen, wobei Frage Rechtswidrigkeit und Schuldhaftigkeit selten eine Rolle spielen, außer es sind eben Anhaltspunkte da. Der Schwerpunkt der Ermittlungsarbeit im gerichtlichen Verfahren liegt
stattdessen in der Tat eben bei diesen Aspekten, die ich genannt habe, objektiver Tatbestand. Also ist hier eine Tätigkeit erfolgt, die eben objektiv zu einer Strafbarkeit führt. Ja? Also das äußere Tatgeschehen, subjektiv ist das innere Tatgeschehen, wollte ich das auch oder musste ich damit rechnen? Dann eben die Frage der Rechtswidrigkeit. Rechtswidrig handelt eben der nicht, der eben entsprechend legitimiert war durch Notwehrrechte. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch übergeordnete Prinzipien, ja, zum Beispiel eben der schöne Satz, keine Strafe ohne Gesetz, oder wie der Lateiner sagt, nulla pena sine lege scripta, also keine Strafe ohne ein niedergeschriebenes Gesetz. Ja? Man kann also nur dann verurteilt werden, wenn es ein Gesetz gibt, das dieses Handeln unter Strafe stellt, und zwar im Zeitpunkt der Handlung, ja? Also nicht Rückwirkbarkeit. Und es muss bestimmt sein. Ja? Man muss also wissen, was genau mit Strafe bedroht ist, wobei es jetzt nicht darauf ankommt, dass man es formal juristisch richtig subsumiert. Ja? Der Gesetzgeber kann eben auch nicht einfach zum Nachteil von Beschuldigten analog einen Paragraphen heranziehen. Nee, es muss eben im Gesetz drinstehen, und deshalb gibt es eben auch kein Gewohnheitsrecht. Dieses Vorgehen ist also bei jedem Strafverfahren relevant, diese Prüfung dieser vier Schritte. Die müssen auch in jedem Urteil drinstehen. Und diese Aspekte müssen auch bei der Frage Haftbefehl etc. natürlich mit einem anderen Beweismaßstab hinterfragt werden. Und daran knüpft dann eben die weitere Prüfung an. Und wie das bei einer Körperverletzung ausschaut, erkläre ich euch im nächsten Video.